Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und ich möchte heute mit euch über den Symfonisk Lautsprecher für 2021, für den Sommer 2021 sprechen. Und zwar haben sich IKEA und Sonos in ihrer Partnerschaft, die seit einigen Jahren besteht, gedacht, okay, nach einem Wandregal-Lautsprecher, ich glaube, der hat 99 Euro gekostet, und einer Lampe, die für 179 Euro verkauft wurde zum Start, geht es jetzt an die Wand, und zwar mit einem Bilderrahmen. Einem Bilderrahmen mit einem integrierten Lautsprecher von Sonos. Den habe ich mir in den letzten Tagen ein bisschen genauer anschauen können. Und ich möchte euch heute in dem Video erzählen, wie gut der klingt und ob der für mich persönlich vielleicht auch im Alltag nützlich ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bevor ich zu meinem Fazit komme, möchte ich auch einfach mal ganz kurz erklären, worum handelt es sich hier dabei. Also im Grunde und Ganzen ist das einfach ein Bilderrahmen, so verkauft es IKEA, der Symfonisk-Reihe. Der kostet 179 Euro UVP, wird exklusiv bei IKEA Deutschland oder auch anderen IKEAs in der Welt verkauft, also auch nicht mal bei Sonos selbst. Ist ab dem 15. Juli bei uns in Deutschland erhältlich. Es gibt zwei Farben, schwarz und weiß. Und Aufsätze auf der Frontseite können getauscht werden. In beiden Fällen wird eine Standardversion mit einem simplen Muster mit ausgeliefert. Ich habe hier die weiße Version mit dem Standardpanel erhalten. Man kann Panels auch nachkaufen, die kosten dann 20 Euro. Es gibt zum Start 11 Stück, die kann man auch relativ leicht tauschen. Ich persönlich habe allerdings nur das Standardpanel und konnte noch kein alternatives Panel ausprobieren. Mein erster Eindruck war durchaus positiv. Ich fand das auf den Bildern eigentlich auch schon ganz ansprechend. Und auch so, wenn man den Bilderrahmen auspackt und erstmals ausprobiert, ist er durchaus schlicht, vor allem auch von der Front. Man merkt aber auch, dass, um das Gewicht zu sparen, alles Plastik ist. Also er fühlt sich jetzt nicht extrem hochwertig an, wenn man ihn anfasst. Sieht man jetzt aber von Weitem natürlich auch nicht. Die Tasten sind übrigens hinter dem Bild quasi versteckt auf der Rückseite. Die erkennt man dann, oder die Position der Tasten erkennt man an einem kleinen Logo von beiden Herstellern an der Seite. Da kann man dann ungefähr erahnen, wo die Tasten sind. Die haben gute Druckpunkte, sind auch relativ leicht zu finden, da gewöhnt man sich dran. Es gibt ein relativ schönes Kabel, welches so ein bisschen geflochten und ummantelt ist, gefällt mir persönlich ganz gut, und für mich ein großer Bonus ist immer, wenn das Netzteil im Gerät selbst steckt und nicht quasi in den Stecker am Ende untergebracht wird. Das ist hier der Fall, sprich wir kommen einen sehr kompakten Stecker. Die Einrichtung ist super simpel, ihr könnt das entweder über die App von IKEA oder über die App von Sonos machen. In meinem Fall habe ich mich jetzt für Sonos entschieden, weil ich auch Sonos-Geräte hier im Haus nutze und habe mir gedacht, okay, dann teste ich das Ganze doch einfach in meinem Multiroom-System. Das ist ganz normal möglich. Ihr könnt also diesen Bilderrahmen, wie auch die ersten beiden Produkte der Symfonisk-Reihe von IKEA, entweder mit IKEA benutzen oder ihr integriert sie einfach in euer Sonos-System. Ich habe mich für das Sonos-App entschieden. Die kenne ich, die nutze ich, die mag ich persönlich sehr, und da ging das Ganze dann auch recht simpel. Ist innerhalb von 2-3 Minuten eingerichtet. Bei mir gab es dann auch direkt ein Firmware-Update und seitdem kann ich das ganz normal über die App steuern. Kommen wir aber nun zur vielleicht spannendsten Frage für einen Lautsprecher, egal wo er nun steht oder hängt oder wie auch immer, und das ist natürlich der Sound. Wie klingt dieser Symfonisk-Bilderrahmen? Ich kann euch das hier im Video nicht rüberbringen, Komprimierung von YouTube etc., aber ich möchte euch vielleicht ein ganz gutes Beispiel bieten, wie dieser Bilderrahmen im Alltag klingt. Den werden vielleicht auch viele von euch kennen, vor allem wenn sie vielleicht auch Sonos nutzen, und das ist der Sonos One oder auch die Stehleuchte, also das ist die Lampe von IKEA. Die kostet nämlich zufälligerweise auch 179 Euro und ich vermute, ehrlich gesagt, dass da auch die gleiche Technologie von Sonos drinsteckt, jetzt eben nur in einem dünneren Gehäuse, welches deutlich kompakter an der Wand ist, damit das nicht so weit raussteht, und so klingt das Ganze dann auch. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob ihr das Ganze auf dem Boden stehen habt, wie hoch ihr das hängen habt, was für eine Wand ihr habt. Das ist, wie dieses Bild klingt, hängt wirklich ganz stark davon ab, wie ihr es im Raum positioniert und wo es hängt und was für ein Untergrund vorhanden ist. Ich persönlich finde, der Sound ist aber gut. Er ist jetzt nicht überragend. Wenn ihr einen Sonos One habt, kennt ihr diesen Sound. Es ist ein guter, solider Sound, hat auch einen durchaus soliden Bass an der Wand. Also der Bass drückt so ein bisschen gegen die Wand. Sollte man vielleicht auch bedenken, wenn man Nachbarn auf der anderen Seite hat, dass man den vielleicht nicht unbedingt dahin hängt. Und das sind akzeptable Mitten und Höhen. Also mit dem Sound hatte ich persönlich jetzt keine Schwäche feststellen können. Es ist nicht der beste Sound. Ich vergleiche das aber auch ganz gerne mit relativ teuren Lautsprechern in meinem Setup, aber nichtsdestotrotz, für diesen Preis von unter 200 Euro war ich mit dem Sound wirklich zufrieden. Ich habe ja bereits eben erwähnt, dass das Ganze in einem recht kompakten und dünnen Gehäuse untergebracht ist. Und wenn man bedenkt, wie viel Technik in diesem Bilderrahmen steckt, finde ich das auch wirklich beeindruckend. Ich finde die Idee auch wirklich schön und vor allem auch den Wechsel der Panels finde ich auch eine interessante Sache. So kann man sich zum Beispiel im Sommer oder Winter oder Herbst einfach für ein anderes Bild entscheiden. Und ich gehe mal davon aus, dass IKEA auch als Geschäftsmodell natürlich diese Auswahl dann in den kommenden Monaten und Jahren erweitern wird. Sprich, dass da auch noch ganz viel kommen wird. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sein, meine Wohnung ist eingerichtet, mein Setup ist eingerichtet und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt,
wo hänge ich diesen Bilderrahmen jetzt eigentlich hin? Er stand eine Weile auf dem Boden, dann habe ich ihn mal hier hingehängt, mal dahin gehängt und irgendwie habe ich keinen richtigen Platz dafür gefunden, denn dort, wo auch Bilder hängen, habe ich Bilder, natürlich Standardbilder wie ihr vielleicht auch, die sind maximal 1,5 bis 2 cm dick, also keine besonders dicken Bilder. Und da muss ich sagen, hat dieser Bilderrahmen dann doch schon, sag ich mal, negativ ist er aufgefallen, denn 5 cm versus unter 2 cm ist ein Unterschied, den man an der Wand sieht. Und vor allem da so eine kleine Lücke hinter diesem Bild ist, sage ich mal, so ein kleiner Abstand nochmal, wie dieses Bild dann so ein bisschen in den Raum reinsteht, hat mir das ehrlich gesagt, ganz persönliche Meinung natürlich, nicht so gut gefallen. Und ich habe so ein bisschen Probleme gehabt, diesem Lautsprecher an der Wand eine passende Position dafür zu finden. Und dann habe ich mir auch überlegt, warum eigentlich auch ein Bild an die Wand hängt, welches dann an einer festen Position ist, wenn man nicht auch einfach für den, sag ich mal, fast gleichen Preis einen Sonos One kaufen kann oder vielleicht auch tatsächlich einen Amazon Echo Studio. Gegen den musste er dann zum Beispiel im Wohnzimmer konkurrieren und da kann er beim Sound, da will ich auch ganz ehrlich sein, nicht unbedingt mithalten. Natürlich könnt ihr den nicht in das Sonos Lineup integrieren, aber so vom Soundvergleich, wenn ihr dann nochmal einen Lautsprecher wollt, wo ihr auch einen Sprachassistent von Amazon dazu bekommt, ist das natürlich auch nochmal eine Sache, wo ich persönlich auch ganz nett finde. Einen Sprachassistenten gibt es hier nicht. Ihr habt nur die Möglichkeit, auch wenn ihr ein iPhone besitzt, über AirPlay die Musik nochmal an diesen Lautsprecher zu schicken. Mein Fazit ist also eigentlich durchaus positiv. Ich kann dieses Produkt empfehlen. Ich finde 179 Euro auch einen fairen Preis. Ich finde die Idee durchaus interessant. Ich finde es schön, dass IKEA sagt, wir machen mal was anders. Wir bringen nicht einfach Standardlautsprecher auf den Markt, sondern wir versuchen das Ganze in Möbel, sage ich mal, zu integrieren oder in Möbelstücke oder in Einrichtungsgegenstände, wo man dann, sage ich mal, versucht, Sonos die Technologie abzukaufen, packt das Ganze dann irgendwie in ein Bild, in ein Wandregal oder in eine Lampe rein und dann versucht man das zu kaufen und die Kunden werden dann im Endeffekt entscheiden, was davon gut ankommt. Ich finde die ersten beiden Produkte gut, spannend, interessant. Mit dem Wandlautsprecher kam ich jetzt nicht so persönlich zurecht, was aber einfach daran lag, dass ich einfach in dieser Wohnung hier keinen perfekten Ort dafür gefunden habe und dann einfach im Endeffekt mit einem ganz normalen Lautsprecher mit einer Sprachangabe einfach ein bisschen zufriedener war. Jetzt habe ich schon wieder lange geredet, ohne im Endeffekt auf den Punkt zu kommen. Was ich sagen möchte ist, ich persönlich bin mit dem Symphonix Bilderrahmen wirklich zufrieden, was den Preis angeht für 180 Euro. Gute Idee, guter Sound, aber ich persönlich finde einfach ein normaler Lautsprecher, den man dann auch noch viel flexibler im Raum platzieren kann, der vielleicht auch noch ein bisschen besseren Bass bekommt, wenn man ihn auf den entsprechenden passenden Untergrund, vielleicht auch eine Holzoberfläche packt. Das drückt dann nochmal ein kleines bisschen mehr. Finde ich persönlich einfach ein bisschen besser und ich würde mir da einfach einen passenden Speaker für 200 Euro holen, der dann auch oft vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen besseren Sound hat. Das ist aber meine ganz persönliche Sichtweise. Nichtsdestotrotz finde ich es schön, dass IKEA das ausprobiert hat. Und wenn ihr sagt, ich nutze Sonos und ich habe vielleicht im Wohnzimmer die perfekte Möglichkeit, links und rechts einfach zwei Bilder an die Wand zu hängen, um hier auch so eine Art Surround-System, wo der auch integriert werden kann, zu schaffen, ist das vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Produkt, welches perfekt in euer Portfolio passt. Das müsst ihr selbst beantworten. Wenn ihr sagt, so ein Bilderrahmen ist für mich optimal, kann ich nutzen, kann ich bei mir integrieren, dann kann ich euch diesen Symphonis Bilderrahmen durchaus empfehlen. Das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Falls ihr Fragen habt, stellt mir diese gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.